Heute machen wir Tiramisu. Dazu benötigen wir Löffelbiskuit, Mascarpone, Eiweiß, Eigelb, Kaffee, Zucker und Kakaopulver. Als erstes nehmen wir uns das Eiweiß und schäumen es auf. Wenn das Eiweiß schön verschäumt ist, geben wir es zur Seite. Jetzt nehmen wir uns eine Schüssel, geben das Eigelb rein und den Zucker und verrühren es. Wenn das Ganze schön verrührt ist, geben wir nach und nach die Mascarpone hinein. Verrühren es wieder. Wenn die Eigelbmasse dann fertig ist, nehmen wir uns das Eiweiß und geben es nach und nach mit dem Löffel in das Eigelb. Verrühren das vorsichtig. Und geben nach und nach wieder was hinein. Wenn die Masse dann fertig ist, schieben wir sie zur Seite und holen uns eine Glasplatte. So, die erste Aufgabe ist, dass wir die Biscuits in den Kaffee tauchen und dann in unsere Glasplatte packen. Wenn die Kekse dann schön sortiert ist, geben wir ein bisschen Masse hinauf. So, dann verstreichen wir es einmal. Und wiederholen das Ganze. Wenn das Ganze fertig ist, nehmen wir uns noch ein bisschen Kakaopulver und geben ihn von oben hinauf. Das Ganze kommt jetzt über Nacht in den Kühlschrank. Und fertig ist unser Tiramisu-Kuchen. Jetzt schneide ich mir ein Stück hinaus. Und wünsche euch einen guten Appetit.